Das Blaulichtmuseum hat eine Wette für die Gäste vorbereitet. Das Museum bittet, eine LKW W50 auf 4 Biergläser abzustellen. Was meinst du? Schafft das Museum die Wette, ja oder nein? Deutschland erleben mit Garis Abenteuer. Kram bereitet sich auf die aufführende Wette vor. Hast du schon mal gehört von dem Blaulichtmuseum? Dieses Museum befindet sich in Beuster, Sachsen-Anhalt. Hier gibt es eine umfangreiche Sammlung historischer DDR-Fahrzeuge von Polizei, Feuerwehr, Rettungs-, Militär-, Zivil- und Landwirtschaft zu bestaunen. Außerdem Fahrzeuge der ehemaligen NVA, der sowjetischen Streitkräfte sowie der früheren DDR-Regierung. Aber auch andere historische Dinge wie eine alte Schmiede, Dampfmaschine, Mobilsäge, Schienenmobil und alte Landtechnik gehören zur einzigartigen Sammlung des Blaulichtmuseums. Und die Geschichte geht weiter. In einem Originalkonsum auf der DDR-Seite kann man in einer enormen Vielzahl an originalen Ostprodukten der ehemaligen Zeit stöbern, staunen und schmunzeln. Und so weiter und so weiter. Schubirupi, Schubirupi, papaparapapapa, Schubirupi. Oh, Nanu, wir können schon hier den LKW W50 bestaunen. Hunderte Augen verfolgen die spektakuläre Wette im Blaulichtmuseum. Kann der W50 tatsächlich auf 4 Gläser stehen, ohne dass sie kaputt gehen? Bremsen, bremsen! Oh, nein, nein, nein. Bitte nicht einschlafen, das wird immer interessanter. Der Kannführer sitzt ganz ruhig da. Ich merke bei ihm keinen Stress. Wer kann, wer kann. Die Biergläser sind schon unterwegs. Liebe Leute, das ist Spannung pur bis zum Schluss. Der Kran hebt
der LKW langsam an. Es tut mir leid, ich habe einen Lachanfall bekommen. Entschuldigung. Wenn dir dieses Video gefällt, lass einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal. Danke, Freunde. Spannung bis zum Schluss. Knapp eine Stunde dauerte es, bis der W50 auf 4 Biergläsern geparkt war. Es sah etwas wackelig aus, aber am Ende zählt nur das Ergebnis. Die Wette ist gewonnen. Deutschland erleben mit Garis Abenteuer.